Behind His Mask. Eine Stecksperr-Fanfiction von Drachenmädchen. Point of View? Stegi. Ich weiß nicht, wie lange ich so da saß. Irgendwann richtete ich mich langsam auf. Sofort begannen Sterne vor meinen Augen zu tanzen. Ich kniff sie zu. Als ich sie wieder öffnete, konnte ich einigermaßen klar sehen. Alles schmerzte, ich spürte jeden einzelnen Zentimeter in meinem Körper. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ich im Zimmer an und lief erstmal ins Bad. Freddy war zum Glück gerade nicht da. Ich warf einen Blick in den Spiegel und erschrak selber von meinem Spiegelbild. Meine Augen waren rot geschwollen, meine Haare waren noch wirrer und verstrubbelter als sonst. Meine Lippe war angeschwollen und ein wenig Blut klebte daran. Ich kippte mir eiskaltes Wasser ins Gesicht, wusch das Blut ab, versuchte meine Haare zu ordnen. Irgendwann sah ich wieder einigermaßen okay aus. Man konnte kaum noch sehen, dass ich geweint hatte. Als Freddy am späten Nachmittag zurück ins Zimmer kam, saß ich am Schreibtisch und zeichnete. Was ich genau zeichnete, wusste ich selber noch nicht so genau. Man durfte seine Zimmerhälfte zwar so dekorieren, wie man wollte, aber irgendwie wollte ich dafür kein Geld ausgeben. Der sagte immer, in seiner Firma liefe alles gut. Er sagte, es sei alles okay, wir hätten genug Geld. Aber ich sah, wie lange er über den Firmenpapieren brütete. Als ich neulich einen Kontoauszug sah, habe ich gesehen, dass wir deutlich im Minus sind. Dad sagte, dass das nur kurz ist. Dass diese neuesten Investitionen uns viel Geld einbringen werden. Aber es stimmte nicht. Darum mochte ich ihn nicht um Geld für Möbel oder anderes bitten. Ich wusste, dass er versuchen würde, es irgendwie zu organisieren, nur damit er mich glücklich macht. Aber ich wollte ihm nicht noch mehr Lasten aufbinden. Ich hatte daher nur einige Zeichnungen an der Wand aufgehangen. Die meisten waren von Chrissy Constanza, einer Sängerin, die ich toll fand. Sie ist einfach perfekt. Hübsch, intelligent, kann gut singen, zieht ihr Ding durch. Ich hatte auch meine Lieblingszeichnungen von meiner Mom und meinem Dad aufgehangen. Auch mein bester Freund Palle fehlte natürlich nicht. Aber mein mit Abstand liebstes Bild hing in der Mitte. Es zeigte meine kleine Schwester Mia. Ihre kleinen, goldblonden Locken hingen ihr wild im Gesicht und ihre strahlend blaugrünen Augen lachten mich fröhlich an. Sie hat unglaublich lange Wimpern. Hatte. Ich seufzte leise. Sie war immer so lebensfroh. Es hat echt Spaß gemacht, sie bei mir zu haben. Ich erinnerte mich noch genau an die Tage, wo wir gemeinsam durch den Wald oder über die Felder gerannt sind. Es hat sich so unglaublich befreiend angefühlt. Ich habe ihr Lachen geliebt. So hell und erfüllt. Wieder schossen mir Bilder von ihrem toten Körper in den Kopf. Wie sie da so blutüberströmt lag. So leblos und mit leeren Augen. Ich vermisste sie so unglaublich. Sie war das wundervollste Mädchen, das ich kannte. Sie war immer mein Hoffnungsschimmer gewesen. Stegi? Fragte Freddy in diesem Moment leise und ich drehte mich um. Ich muss dir was sagen. Ich nickte leicht und musterte ihn aufmerksam. Er knetete seine Hände und schien sich nicht zu trauen, mir vollends in die Augen zu sehen. Allgemein wirkte er sehr nervös. Ich weiß, wir kennen uns erst seit gestern und so, und das kommt auch alles ziemlich plötzlich, aber ich verlasse dieses Internat. Einen Augenblick lang ist es still im Raum. Er verlässt das Internat? Wieso? Wegen mir? Hieß das, dass ich dann alleine in einem Zimmer bin? Wann? Schrieb ich schließlich auf einen Zettel, obwohl mir noch 1000 mehr Fragen im Kopf herumspukten. In einer Woche, antwortete Freddy nur tonlos und sah mich traurig an. Es tut mir leid. Meine Eltern verlassen Deutschland und ziehen nach Australien. Sie nehmen mich mit. Ich nickte leicht und lächelte ihm aufmunternd zu. Und dieses Mal war es ein echtes Lächeln. Ich wollte nicht, dass Freddy ein schlechtes Gewissen wegen mir hatte. Wollte nicht, dass er sich schuldig fühlte. Australien war toll. Da würde ich auch mal gerne hin. Ich wusste zwar, dass es nie in Erfüllung gehen würde, aber trotzdem war es ein kleiner Traum von mir. Freddy sollte sich darauf freuen. Es würde bestimmt toll werden. Bin ich dann alleine in einem Zimmer? Schrieb ich weiter auf dem Zettel und der Braunhaarige nickte. Ängstlich sah er mich an, doch ich winkte ab. Er seufzte erleichtert und lächelte leicht. Danke, Stegi. Ich grinste ihn nur an. Als ich meinen Blick wieder der Zeichnung zuwandte, wich ich fast unwillkürlich davor zurück.
Meine Zeichnung zeigte einen braunhaarigen Jungen mit tollen braunen Augen. Wieso zur Hölle malte ich Tim? Kein Wort kann beschreiben, wie sehr ich dich vermisse. Kapitel 6. An diesem Abend lag ich lange wach. Ich schrieb mit meinem besten und auch einzigen Freund Patrick oder auch Palle. Er war aber leider nur ein Internetfreund, sodass er weit entfernt von Köln lebte. Ach, wie ich Entfernung nur hasste. Aber irgendwann würden wir es schaffen und endlich diese scheinbar endlose Distanz zwischen uns brechen. Mein Handy stieß einen leisen Ton aus, als er mir eine Nachricht schickte. Hey, Stiegelein! Hallo, antwortete ich und musste sogleich lächeln. Wie geht's? Wie ist es auf dem neuen Internat? Leise flüstern nahm ich eine Sprachnachricht auf und erzählte Palle alles. Denn dass ich gar nicht redete, stimmte nicht so ganz. Ich sprach mit meinem allerbesten Freund. Er wusste zwar, dass ich mit jemand anderem sprach, doch es war ihm egal. Er kannte meine Vergangenheit, wusste, dass mich das oft traurig machte, doch er heiterte mich immer wieder auf. Er war der einzige Mensch, dem ich alles anvertraute. Er war wie ein Bruder für mich. Immer war er für mich da, half mir, skypte mit mir, heiterte mich auf. Irgendwie war er der Lichtschein in meinem Leben. Ich sah, dass Patrick ebenfalls eine Sprachnachricht aufnahm. Ich hörte sie mir an. Seine Stimme klang besorgt. Oh, das hört sich ja echt alles nicht gut an. Dieser Tim ist, wenn du mich fragst, ziemlich dumm. Er ist doch nur neidisch, weil er nicht so toll ist wie du. Denn du bist in echt ein ganz toller Junge. Du bringst mich immer wieder zum Lachen und heiterst mich auf. Und ich kann verstehen, dass du nicht redest. Würde ich vermutlich auch nicht machen. Kopf hoch, Stegobert. Du schaffst das. Und zur Not kam ich halt zu dem Geige diesen Tim in meine Meinung. Der wird sich wünschen, dich nie geärgert zu haben. Ein kleines Lächeln schließ sich auf meine Lippen. Palle war echt süß. Also, freundschaftlich süß, wie das halt so eben ist. Er schaffte es immer wieder, mich zum Lächeln zu bringen. Leider war er da auch fast der Einzige. Natürlich wusste ich, dass er das nicht ernst meinte. Also, mit dem es Tim zu zeigen. Er war einer der friedfertigsten und nettesten Menschen, die ich kannte. Er bekam schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir zusammen Minecraft spielten und ein Schwein umbrachte, weil er mal eines gehabt hatte, welches er immer Edgar nannte. Nie würde er Tim wirklich etwas antun oder so. Einigermaßen aufgeheitert legte ich mich an diesem Abend ins Bett. Ich schloss die Augen und fiel in endlose Dunkelheit der Träume. Ein halbes Jahr ist es jetzt schon her. Ein halbes Jahr, dass ich auf diesem Internat bin. Freddy ist wirklich nach einer Woche ausgezogen. Ich wohnte also allein in einem Zimmer. Um ehrlich zu sein, fand ich das sogar ganz gut. Denn Tim nutzte immer noch jede Gelegenheit, um mich zu schlagen, mir zu sagen, wie dumm und nutzlos ich war. Es tat weh, denn mit jedem Schlag und jedem Wort zerbröckelte ich noch mehr. Immer wieder schossen mir die Bilder von Mia und Mom in den Kopf. Er machte es mir unmöglich, sie zu vergessen. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, begann erneut die Angst in meinen Adern zu pochen. Doch irgendwie konnte ich nicht sagen, dass ich Tim hasste. Klar, er verletzte mich jeden Tag und so, aber trotzdem war er in gewisser Weise jemand Besonderes für mich. Auch wenn das komisch klingt, aber immer wenn er mich berührte, kribbelte mein Arm. Und obwohl ich ihn hassen müsste, konnte ich es nicht. Irgendwie bewunderte ich ihn sogar ein Stück weit. Wieso, wusste ich auch nicht so genau. Denn immer wenn ich ihn sah, machte sich ein unerklärliches Glücksgefühl immer breit. Es war kein so wirkliches und sehr starkes Gefühl, aber irgendwie war es immer da. Trotzdem staute sich immer mehr Wut an. Es gab Tage, an denen ich mich kaum beherrschen konnte und an denen ich ihm fast meine Meinung ins Gesicht gebrüllt hätte. Ich dachte immer, dass es mit der Zeit leichter wird, nicht zu reden. Dass man sich daran gewöhnt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es staut sich immer mehr an. Immer mehr Worte spukt mir im Kopf herum. Ich sah Gedanken verloren an den Horizont. Ich saß an meinem Lieblingsplatz. Eigentlich durfte ich hier nicht sein. Er lag etwas abseits von dem Internatsgelände, an einem kleinen See. Er war abgelegen und ich hatte noch nie jemanden an diesem Ort getroffen. Um hinzukommen, musste man durch einen kleinen, aber dichten Wald laufen. Ich kletterte immer auf eine Trauerweide hinauf und sah hinauf auf das funkelnde, glitzernde Wasser. Meistens hörte ich Musik und zeichnete dabei. Plötzlich hörte ich ein Knacken hinter mir und wirbelte herum. Meine Augen durchsuchten das dunkle Gestrüpp.
Niemand war da. Ich seufzte leise. So langsam wurde ich echt paranoid. Ich schloss kurz die Augen und sah Gedanken verloren in den dunklen Himmel. Inzwischen wurde es immer später dunkel. Zwar war es auch schon 22 Uhr, aber es gab immer noch Tage, wo es dann auch hell war. Ich ließ mich langsam vom Baum herab und warf erneut einen Blick auf die Uhr. 22.06 Uhr. Ich reckte meine Arme in den Himmel. Dann lief ich mit schnellen Schritten zum Internat zurück. Um 22 Uhr werden die Türen geschlossen. Wer da noch draußen war, hatte ein Problem und konnte sich sicher sein, dass er mächtig Ärger kassierte. Ich rannte in den letzten Minuten zurück in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir ab. Ich wusste, dass das eigentlich verboten war, wegen Brandschutz und so. Aber ich wollte nicht, dass mich jemand einfach so überraschte. Ja, ich hatte Angst, dass auf einmal Veni oder Tim vor mir stehen würden, während ich schlief. Ich legte mich ins Bett und schlief auch ziemlich schnell ein. Kapitel 7. Stegi! Die wütende Stimme meiner Lehrerin riss mich aus meinen Gedanken. Ich fuhr hoch und sah sie an. Würdest du vielleicht mal diese Aufgabe für uns an der Tafel lösen? Fragte sie und blickte mich mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Zögernd stand ich auf, während mich das Lachen der anderen Schüler begleitete. Ich überhörte es schon fast. Anders kannte ich es ja nicht. Täglich wurde ich von diesem herablassenden und absolut lächerlichen Lachen begleitet. Ich nahm die Kreide in die Hand und starrte verwirrt auf die Aufgabe. Ich hatte absolut keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Hatten wir das Thema überhaupt? Nach einer Weile schüttelte ich nur stumm den Kopf und legte die Kreide zurück und lief wieder zu meinem Platz. No, abgelenkt von meiner Schönheit, wie? Hörte ich in diesem Augenblick eine tiefe Stimme neben meinem Ohr. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und wandte mich zum Fenster. Eine Sekunde später vernahm ich Tims leises Lachen. No, ist der Stegi jetzt beleidigt? Ich warf ihm einen wütenden Blick zu. Doch irgendwie war auch Angst in diesem. Denn ich wusste, dass ich alleine für den Blick strafen musste. Aber das musste ich sowieso. Er hasste mich eh, da konnte ich doch tun, was ich wollte. Ändern würde es nicht viel. Ich biss mir leicht auf die Lippe und wandte mich wieder ab. Nicht aufregen, Stegi. Alles gut. Er will dich nur provozieren. Ja, weil er mich hasst, weil ich nichts wert bin, weil ich verabscheuenswert bin. Als ich seine warme Hand an meinem Arm spürte, zuckte ich unwillkürlich zusammen. Ich bemerkte die Gänsehaut, welche fast augenblicklich meine Haut entlang kroch. Wieso immer so empfindlich? Fragte Tim leise lachend. Ich versuchte, ihn aus meinem Kopf zu verbannen. Einfach ignorieren. Antworte mir doch mal. Oder bist du dir dafür zu gut, hä? Ich schüttelte den Kopf und sah dann nach vorne zur Lehrerin, die gerade irgendwelche Formeln an die Tafel schrieb. Den ganzen Tag lang versuchte Tim, mich irgendwie zum Reden zu bringen. Versuchte, mich zu provozieren. Doch, das hat er jeden Tag. Tag für Tag, seit einem halben Jahr. Als der Unterricht für diesen Tag zu Ende war, lief ich direkt in mein Zimmer und schloss ab. Hunger hatte ich zwar, aber ich wollte nicht den Blicken der anderen Schülern ausgeliefert sein. Wollte nicht wieder ausgelacht werden, wieder das Opfer sein. Es tat einfach so weh. Mit jedem Lacher, jedem Schlag schrumpfte mein Selbstvertrauen. Wuchs meine Wut und Angst, während die Erinnerung an Mom und Mia immer wieder neu hervorgerufen wurde. Stegi? Schrieb ich in diesem Moment jemand an. Wollen wir skypen? Ich klickte auf WhatsApp und antwortete meinem besten und einzigen Freund, dass es toll wäre. Sofort wurde ich per Skype angerufen. Wir aktivierten beide die Kameras. Hey, Palle, meinte ich freudig und lächelte leicht. Es war eine Mischung aus einem echten und einem gespielten Lächeln, denn zum einen war ich froh, ihn endlich wieder sehen zu können. Zum anderen pochte mir aber die ganze Zeit im Hinterkopf meine Verzweiflung, Wut und Angst. Er zog die Augenbrauen zusammen und musterte mich sorgenvoll. Wie geht es dir? Gut, antwortete ich leise. Und wirklich? Fragte Patrick und ich konnte die Besorgnis aus seiner Stimme heraushören. Das war einer der Gründe, weswegen ich ihn so gern mochte. Er war immer für mich da, half mir immer, wusste immer, wie ich mich wirklich fühlte. Es ist immer noch wegen Tim. Patrick seufzte. Wieso macht er dir das Leben denn nur so zur Hölle? Ich meine, du hast es ja schon schwer genug. Ich deutete ein leichtes Nicken an.
Und du sprichst immer noch mit niemandem? Nein. Ich sah unsicher zu seinem Bild. Palle nickte bloß. Eine Weile herrschte Stille. Dann blickte er auf. Ich muss mit dir reden, murmelte er leise. Sofort hatte er meine Aufmerksamkeit. Was ist los? Fragte ich ängstlich. Er warf mir einen zögernden Blick zu. Ich habe dir doch schon mal von diesem Projekt erzählt. Das, wo man für 1 bis 3 Jahre nach Afrika in ein hilfsbedürftiges Dorf geht und da aushilft? Ich nickte. Nun ja, fuhr er unsicher fort. Es klappt. Nächsten Monat fliege ich nach Afrika. Einen Augenblick lang konnte ich nichts sagen. Ich starrte einfach nur mit offenem Mund auf den Bildschirm. Wow, hauchte ich nach einer gefühlten Ewigkeit. Das hast du dir so lange gewünscht. Ich weiß, wie gerne du das immer machen wolltest, und jetzt klappt es. Das freut mich echt für dich, Palle. Es wird bestimmt toll. Ein kleines Lächeln schlich sich auf sein Gesicht. Danke. Ich nickte leicht. Aber wieso wolltest du deswegen mit mir reden? Fragte ich nach kurzer Zeit verwirrt. Palle sah unsicher zu mir und holte dann tief Luft. Es ist, wie gesagt, ein hilfsbedürftiges Dorf. Das heißt, es gibt noch keine wirklichen Schulen, keine Elektrizität, also auch kein Strom, kein Netz und Internet. Ich blinzelte ein paar Mal unsicher. Kein Strom, Netz, Internet? Das heißt? Fragte ich leise. Ich brauchte den Satz nicht zu Ende zu denken. Palle wusste, was ich meinte. Er wusste es fast prinzipiell immer. Er deutete ein leichtes Nicken an. Ja, das heißt, wir werden voraussichtlich mindestens 1 Jahr lang keinen Kontakt haben können. Und oft reichen wenige Worte, um dir das Gefühl zu geben, dass alles zusammenbricht und dir das nimmt, was dich am Leben gehalten hat. Kapitel 8. Einen Moment lang blickte ich nur unglaublich auf den Bildschirm. 1 Jahr. 1 Jahr war eine lange Zeit. Wie sollte ich es 1 Jahr lang ohne ihn schaffen? Er war der Einzige, der mir immer zur Seite stand. Der Einzige, der immer für mich da war. Der Einzige, dem ich mein Leben anvertrauen würde. Ich schloss kurz die Augen und nickte dann. Das ist eine tolle Chance für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Das wird bestimmt toll. Viel Glück. Palle sah mich lange an. Danke, Stegobert. Du bist toll. Vergiss das nie. Ich deutete ein Lächeln an. Du auch. Ich machte mein Handy aus und lehnte mich nach hinten gegen die Wand. 1 Jahr. Scheiße. Das würde ich doch niemals schaffen. Ich schloss die Augen. Bilder schossen mir durch den Kopf. Bilder von Palle, wie er lachte, mich ansah. Hey, ich bin Stegi, sagte ich, als mein bester Internetfreund, mit dem ich noch nie geredet hatte, in den Test scheinte. Patrick, heißt du echt Stegi? Vom anderen Ende der Leitung ertönte ein Lachen. Ich musste ebenfalls kichern. Ja, kannst mich aber auch Stegobert nennen, wenn du willst. Nun gut, hallo Stegobert. Ich lachte leise. Der Name ist echt lächerlich. Also wirklich. Ich konnte Patricks Grinsen förmlich spüren, als er antwortete, dass er doch cool sei. Es war irgendwie ein ganz normales Gespräch gewesen. Wir hatten Quatsch gemacht. Schließlich hatten wir schon gewusst, wie wir heißen. Aber es war trotzdem irgendwie schön. Und trotzdem hatte es mich glücklich gemacht. Es war vielleicht 1 Monat nach der Ermordung meiner Mutter und Schwester. Ich hatte mich in die Welt des Internets zurückgezogen und von dem wirklichen Leben distanziert. Ich wollte fliehen. Weg aus dieser endlosen Verzweiflung. Ich wollte nicht mehr bei denen sein, die mich täglich mitleidig ansahen, die anders mit mir umgingen als mit anderen. Aber so lernte ich Palle kennen. Er zog mich aus diesem Loch raus, aus dem ich es nicht alleine schaffte. Er war für mich da. Immer, wenn ich ihn brauchte. Und jetzt sollte er für 1 Jahr weg sein?
Und irgendwie vermischte sich das alles mit Tim. Ich sah Tim vor mir, wie er mich hämisch grinsend ansah. Tim, der mich schlug. Würde ich das alles durchhalten, wenn mein bester Freund weg war? Würde mein bester Freund ein Jahr warten? Würde ich überhaupt so lange warten können? Was ist, wenn er mich bis dahin vergessen hatte? Was, wenn er jemand Besseren gefunden hatte? Oder wenn er es gar nicht zurückkam? Ich spürte die Angst und Panik in mir aufsteigen. Ich wollte ihn nicht verlieren. Ich versuchte, tief durchzuatmen. Erst als mich ein Klopfen an der Tür zurück in die Realität holte, bemerkte ich, dass meine Wangen tränennass waren. Toll. Wieso musste ich jetzt schon wieder heulen? So schnell ich konnte, wusch ich die Tränen ab und öffnete dann die Tür. Eine mittelalte Frau, die ich als meine Klassenlehrerin Frau Ulmer identifizierte, steckte ihren Kopf zur Tür herein. Sie ließ einen Blick durchs Zimmer schweifen. Schön ist es hier, stellte sie monoton fest. Vermutlich sagte sie das jedem, von dem sie das Zimmer besuchte. Darf ich kurz reinkommen? Ich nickte leicht und sie ließ sich auf dem leeren Bett nieder. Nun, es geht darum, dass du hier noch einen freien Platz im Zimmer hast. Zögernd nickte ich. Es gibt ein Zimmer, in dem die beiden Bewohner dauernd Ärger anrichten. Deswegen möchten wir sie aufteilen. Ich hatte immer das Gefühl, dass du ein wenig... Nun, wie soll ich es sagen? Mein unsicherer Blick ihrerseits streifte mich. Dass du ein wenig ausgegrenzt wirst. Und deswegen wäre es doch gut, wenn du mal wieder jemanden ins Zimmer bekommst, oder? Ich sah auf, hob die Augenbrauen leicht an, zuckte mit den Achseln und nickte dann leicht. Ich holte Papier und Stift von meinem Schreibtisch und kritzelte einige Worte darauf. Um wen handelt es sich? Las Frau Ulmer laut vor. Sie lächelte leicht. Danke, dass du jemanden aufnimmst. Ich nickte nur. Was blieb mir auch anderes übrig? Nun, es geht um jemanden, den du schon relativ gut kennen müsstest, sagte sie mit einem geheimnisvollen Unterton. Innerlich seufzte ich resigniert. Wie alt war ich nochmal? 3? Oder weswegen musste sie jetzt so ein Geheimnis draus machen? Aber als sie dann den Namen aussprach, wünschte ich, ich hätte gleich von vornherein gesagt, dass ich niemanden mehr aufnehmen wollte. Tim. Loslassen kostet weniger Kraft als festhalten. Und dennoch ist es schwerer. Kapitel 9. Ich starrte gedankenverloren aus dem Fenster. Vor mir lag eine Zeichnung. Sie zeigte Tim. Irgendwie malte ich ihn dauernd. Er hatte ein schönes und interessantes Gesicht. Warte, hatte ich das gerade wirklich gedacht? Ich schüttelte verwirrt den Kopf. Meine Gedanken schwiffen ab. Wieder dachte ich daran, dass mein bester Freund für ein Jahr lang weg sein würde. Ich seufzte leise und stellte meine Musikbox ein wenig lauter, um mich abzulenken. This Isn't Love von The Wall, eines meiner Lieblingslieder, lief gerade. One more time, it's one too many for me, bye, 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 sang ich leise mit. Da ich alleine ein Zimmer hatte, konnte ich immer laut Musik hören. Ich seufzte leise. Noch hatte ich alleine ein Zimmer. In diesem Moment klopfte es an der Tür. Ich wirbelte herum. Erleichtert bemerkte ich, dass ich sie abgeschlossen hatte. Ich stand auf und schloss auf. Als ich die Person, die davor stand, erblickte, wich ich unwillkürlich zurück. Tim. Ich zuckte zusammen und senkte den Blick. Er hob die Augenbrauen und zog seinen Koffer ins Zimmer. Mit einem abfälligen Blick musterte er meine Hälfte. Die ist gestrichen, wie? Er lachte leise. Naja, konnte ich mir auch irgendwie denken bei einem langweiligen Video. Ich senkte den Blick und musterte den Boden. Vielleicht kann ich mir das einfach nicht leisten, dachte ich wütend. Der Braunhaarige schnaubte und ließ sich auf sein Bett fallen. Ich seufzte leise und setzte mich an meinen Schreibtisch. Noch immer konnte ich mir nicht erklären, was Tim gegen mich hatte. Wieso hasste er mich so? Traurig betrachtete ich die Zeichnung, die vor mir lag. Sie zeigte ihn fröhlich und mit einer tollen, netten Ausstrahlung. Ich sah sein glückliches Lachen. Noch nie hatte ich ihn wirklich so lachen sehen. Immer nur hämisch, herablassend oder... Ach, keine Ahnung. Ich steckte die Zeichnung in meine Zeichenmappe und stopfte diese in die unterste Schublade meines Schreibtisches.
Wenn Tim die fand, war ich tot. Könntest du bitte mal die Musik ausmachen? Fragte Tim plötzlich. Ich erschrak, da ich spürte, dass er direkt hinter mir stand. Schnell drückte ich auf Stopp. Der Braunhaarige grinste mich hämisch an. Ich machte mich so klein wie möglich. Schwuchtel, fauchte er leise und schlug mich nicht gerade sanft gegen den Oberarm. Ich drehte mich weg. Konnte er nicht einfach verschwinden? Jetzt hatte ich nicht mal mehr in meinem Zimmer vor ihm Ruhe. Weißt du eigentlich, wie sehr du mich anpisst? Fragte Tim auf einmal und warf mir einen wütenden Blick zu. Jetzt muss ich auch noch mit so einer Schwuchtel wie dir in ein Zimmer. Freut mich ja, wenn du mich da haben wolltest. Aber ich kann gut auf dich verzichten, weißt du? Ich nickte leicht. Nur, um ihm keinen Grund zu geben, wütend zu werden. War ja so, dass ich ihn da haben wollte. Klar, wer wollte nicht denjenigen, der einen täglich Verletzte bei sich haben? Natürlich jeder. Wow, meine Ironie wurde auch mal besser. Als ich an diesem Abend im Bett lag, konnte ich nicht schlafen. Tim war nicht da, worüber ich ganz froh war. Trotzdem hatte ich irgendwie Angst, dass er plötzlich hinter mir stehen würde. Wie geht's dir, Stegelein? Fragte Palle in diesem Moment. Gut, antwortete ich bloß. Ich konnte förmlich hören, wie Palle seufzte, auch wenn wir natürlich nur chatteten. Wirklich? Fragte er auch prompt. Tim ist mein neuer Zimmernachbar, antwortete ich bloß. Sofort sah ich, wie mein bester Freund eine Sprachnachricht aufnahm. Plötzlich hörte ich, wie die Tür geöffnet wurde. Vorsichtig lugte ich unter der Decke hervor. Tim kam ins Zimmer hinein und schloss die Tür leise hinter sich. Warte, hatte er sie gerade wirklich extra leise und vorsichtig geschlossen? Ich spürte seinen brennenden Blick auf mir und stellte mich augenblicklich schlafend. Der Braunhaarige kam ein Stückchen näher zu mir. Er beugte sich ein Stückchen über mich rüber. Ich spürte seinen heißen Atem auf meiner Haut. Eine feine Gänsehaut durchzog meinen Körper. Noch nie war ich ihm so nahe gewesen, ohne dass er mich schlug oder ähnliches. Verzweifelt bemühte ich mich, die Augen unauffällig geschlossen zu halten, damit er ja nicht bemerkte, dass ich wach war. Tim betrachtete mich noch eine Weile. Dann ging er zu seinem Bett zurück. Ich atmete erleichtert aus. Sofort begannen wieder die Fragen in meinem Kopf herumzuwirbeln. Wieso hatte er das getan? Wieso war es so wichtig, ob ich schlief? Ich biss mir unsicher auf die Lippe und stellte dann die Helligkeit bei meinem Handy runter. Dann hörte ich Palle Sprachnachricht per Kopfhörer. Du schaffst das, Stegi. Seine Stimme beruhigte mich irgendwie. Ich betrachtete Tim, welcher inzwischen ebenfalls im Bett lag und irgendwas auf seinem Handy tippte. Er ist bestimmt gar nicht so schlimm, wie er immer tut. In echt mag er dich bestimmt und ihr werdet bestimmt auch Freunde werden können, jetzt wo er merken kann, wie toll du in echt bist. Wieder fiel mein Blick zu dem Braunhaarigen. Er lag mit geöffneten Augen da und starrte unentwegt an die Decke. Er schien nachzudenken. So schnell ich konnte, schloss ich die Augen und hoffte, dass er nicht die Kopfhörer entdeckte, die unter der Bettdecke hervorlugten. Danke, schrieb ich Palle einfach zurück. Tatsächlich fühlte ich mich ein Stückchen besser. Vielleicht würde jetzt ja endlich die schreckliche Zeit enden. Ja, vielleicht könnten Tim und ich ja sogar Freunde werden. Ich musste bei dem Gedanken fast sogar lächeln. Es musste für jeden Menschen, der nicht ich war, gerade extrem seltsam sein. Ich wollte mit der Person befreundet sein, die mich hasste. Mich jeden Tag schlug, aber irgendwie fühlte ich mich einfach zu ihm hingezogen. Ein kleiner Seufzer kam über meine Lippen. Kurz sah ich zum Größeren, doch er schien nichts bemerkt zu haben. Ich machte das Handy aus und legte mich etwas bequemer hin. Den Blick hatte ich zur Decke gerichtet. Nach einer Weile hörte ich Tims regelmäßigen Atem. Ich sah zu ihm. Er schien zu schlafen. So schlafend wirkte er so unschuldig und lieb, als könnte er niemandem etwas tun. Ich seufzte leise. Ich könnte ihn jetzt aufschlagen oder irgendwas Gemeines machen, um es ihm heimzuzahlen. Ja, könnte ich. Aber ich wollte nicht. Verdammt, ich wollte ihn nicht bloßstellen, ihm wehtun oder sonst was. Und nur weil er mir täglich das hat antat, musste es ja nicht heißen, dass ich auch so war. Vielleicht würden wir wirklich Freunde oder so werden können. Vielleicht ist irgendwie ein zu unpräzises Wort. Ganz egal, wie klein die Chance ist, es bleibt immer noch eine Chance. So, das war's also mit dem zweiten Part.
Leute, nur weil jetzt innerhalb, also weil es nicht erst 2 Monate später was kam, heißt es nicht, dass es so bleibt mit diesem regelmäßigen Upload-Zeug. Aber gut. Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht so nuschel. Ich hoffe, es hat auch geklappt. Also ich höre mir das nicht immer im Ganzen danach noch an, sondern ich gehe so durch die Spur, also höre mir von jedem Kapitel ein bisschen was an. Manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem. Aber gut. Schaut bei Joanne vorbei, denn sie hat wieder das Bild gemacht. Ja, schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!